So, jetzt kommen wir zu unserem zweiten Vortrag des Nachmittags. Und zwar wird uns der Mirko Blinn auch über ein ähnliches Thema, über das automatische Erkennen von Baulücken auf der Basis von amtlichen Geodaten berichten. Mirko ist auch kein Unbekannter in der FOSGIS-Szene. Er ist ja schon seit einigen Jahren auch mit Vorträgen vertreten und davor auch viele Jahre schon als Helfer auf der FOSGIS. Und er arbeitet als Agraringenieur an der Uni Bonn und ist da, glaube ich, auch so ein bisschen in der Forschung tätig. Dann würde ich jetzt mal das Wort an Mirko bzw. seinen vorbereiteten Vortrag übergeben. Guten Tag, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem Vortrag Teilautomatische Erkennung von Innenentwicklungspotenzial mit QGIS und Python auf Basis von amtlichen Geodaten. Mein Name ist Mirko Blinn, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Bonn an der Professur für Städtebau und Bodenordnung. Ich präsentiere Ihnen heute das Ergebnis einer Masterarbeit aus dem Forschungsprojekt Nachwuchs. Nachwuchs ist ein Forschungsprojekt, das sich mit der Entwicklung von innovativen und flächenschonenden Siedlungsformen für das 21. Jahrhundert im Rhein-Erft-Kreis westlich von Köln beschäftigt. Die Masterkandidatin, die diese Arbeit angefertigt hat, hat die Universität Bonn bereits leider verlassen. Aus dem Grund freue ich mich, Ihnen die Ergebnisse heute präsentieren zu dürfen. Das wichtigste Ergebnis dieser Arbeit ist ein Tool zur teilautomatischen Erkennung von Innenentwicklungspotenzialen. Kurz zum Inhalt meines Vortrages. Als erstes möchte ich den Hintergrund darstellen, warum die Suche nach Innenentwicklungspotenzialen so wichtig ist, dann erläutern, was Innenentwicklungspotenziale sind, welche Möglichkeiten zur prinzipiellen Erfassung der Innenentwicklungspotenziale mit GIS bestehen, welche amtlichen Geodaten dafür benötigt werden, um Innenentwicklungspotenziale zu erfassen. Abschließend möchte ich das Tool selbst und seine Ergebnisse vorstellen. Zum Hintergrund. In Deutschland werden aktuell ca. 50 Hektar Freifläche am Tag in Siedlungs- und Verkehrsfläche umgewandelt. Diese Umwandlung hat verschiedene negative Folgen. Erstens der Verlust an Freifläche selbst für Landwirtschaft, Erholung und Naturschutz. Zweitens fehlt diese Fläche zur Durchführung von Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels und dessen Folgen, zum Beispiel den Schutz vor Hochwasser und Sturmfluten. Eine Maßnahme zur Bewältigung von Klimawandelfolgen ist beispielsweise die Renaturierung von Mooren, welche sehr viel Freifläche benötigt, da in diesem Fall landwirtschaftliche Nutzfläche in Brache oder maximal Grünland umgewandelt wird. Außerdem ist der hohe Verbrauch an Freifläche in Deutschland ein negatives Vorbild für Entwicklungsländer. Deshalb hat die Bundesregierung das 30-Hektar-Ziel ausgegeben. Das 30-Hektar-Ziel bedeutet, bis zum Jahr 2030 sollen pro Tag nur noch maximal 30 Hektar Freifläche verbraucht werden, also in Siedlungs- und Verkehrsfläche umgewandelt werden. Bis 2050 soll eine schwarze Fläche null geschrieben werden. Dies bedeutet, es soll nur noch so viel Freifläche verbraucht werden dürfen, wie an anderer Stelle durch Rückwandlung von Siedlungs- und Verkehrsfläche gewonnen werden kann. Eine Möglichkeit zum Gewinn von Freifläche ist beispielsweise die Renaturierung von Industriebrachen, wie sie bereits aktuell im Ruhrgebiet zum Beispiel bei ehemaligen Berghalten umgesetzt wird. Was sind nun Innenentwicklungspotenziale? Innenentwicklungspotenziale sind einzelne Flächen oder Gebiete innerhalb bebauter Gebiete,
die aktuell ungenutzt sind und für eine prinzipielle Nutzung zur Verfügung stehen können. Auf der Folie abgebildeten Grafik die grün umrandeten Bereiche. Dabei können wir hier in diesem Fall indexponentielle Baulücken in klassischen Einfamilienhausgebieten sein oder auch ganze innerstädtische Gewerbe- und Industriebrachen. Beispielsweise ein solcher Fall ist der Deutzer Hafen in Köln, wo ein ehemaliges Industriegebiet in den letzten Jahren in ein Wohngebiet umgewandelt wurde. Welche Möglichkeiten bestehen nun, Innenentwicklungspotenziale mit GIS zu erfassen? Viele Kommunen führen bereits heutzutage sogenannte Baulückenkataster. Innerhalb dieser Kataster werden Innenentwicklungspotenziale, also Baulücken, händisch entweder aus dem Luftbild digitalisiert oder auf Basis von Expertenwissen erfasst. Dieses Verfahren hat zwei Nachteile. Das Digitalisieren vom Luftbild ist sehr zeitaufwendig und die Erfassung auf Basis von Expertenwissen veraltet schnell und ist stark abhängig vom Vorhandensein einzelner engagierter Mitarbeiter. Eine weitere Methode wäre die Erfassung der Baulücken, sprich der Innenentwicklungspotenziale, mit mobilen Apps vor Ort, sprich kommunale Sachbearbeiter oder beauftragte Planer würden gezielt durch die Kommunen fahren und nach entsprechenden Flächen suchen. Dieses Verfahren hätte den Vorteil, dass man gleich noch zu den Baulücken verschiedenste andere Informationen aufnehmen könnte, die zur späteren Planung gebraucht werden würden. Allerdings ist dieses Verfahren leider auch sehr zeitaufwendig und personalintensiv und damit mit hohen Kosten verbunden. Eine dritte Variante, die auch bereits in der aktuellen Literatur mehrfach andiskutiert wurde, ist die Suche mit Hilfe von Verfahren aus der Fernerkundung. Allerdings scheitert hier die praktische Umsetzung oft am Fehlen von technischen und personellen Ressourcen in der Kommune, da die Anschaffung von entsprechend potenter Hardware in Kommunen vielfach nicht möglich ist oder die Anmietung von entsprechenden Ressourcen bei entsprechenden Dienstleistern zu kostspielig ist. Daher stellt sich die Frage, ob es nicht möglich ist, als vierte Methode Innenentwicklungspotenziale teilautomatisch auf der Basis von amtlichen Geodaten zu erfassen. Schaut man sich nun die amtlichen Geodaten in Deutschland an, so fällt auf, dass sie sich zur Erfassung von Innenentwicklungspotenzialen als Datengrundlage geradezu anbieten, da hier viele relevante Informationen bereits vorhanden sind. Dies sind die Flurstücke als wesentliche Einheit der Katastergliederung, die aktuelle Nutzung eines Gebietes, die Gebäude, die Ortslage als Untersuchungseinheit, als kleinste räumlich abgegrenzte Einheit im Kataster, sowie das LOD2. Das LOD2 enthält wichtige Informationen zur Gebäudekubatur. Diese Informationen werden benötigt, um Abstandsflächen zu berechnen. Und die Berechnung von Abstandsflächen ist ein wesentlicher Teil eines Tools zur Teilautomatenerkennung von Innenentwicklungspotenzialen. Das hier aufgeführte digitale Ortfoto mit 10 cm Bodenauflösung, DOP 10, wird nur später zur Visualisierung der Ergebnisse benötigt. Nimmt man die eben beschriebenen Informationen zu den amtlichen Geodaten zusammen mit dem Aspekt, dass innerhalb der Kommunen QGIS als zentrales GIS-System einen immer stärkeren Einzug hält,
So bietet sich eine teilautomatische Erfassung und Erkennung von Innenentwicklungspotenzial mit Cooks und Python geradezu an. Teilautomatisch deshalb, weil die Daten immer noch manuell vorverarbeitet werden müssen und die Ergebnisse im Rahmen der Nachbearbeitung durch Experten validiert werden müssen, damit sie in der weiteren Planung Anwendung finden können. Kommen wir nun zu dem eigentlichen Tool. Das eigentliche Tool besteht aus vier Python-Skripte auf QGIS-Basis. Diese Skripte sind aktuell noch nicht in QGIS als Plugin eingebunden, beruhen aber auf der Python-Schnittstelle von QGIS und verwenden ausschließlich Funktionen aus den entsprechenden Libraries. Der fünfte auf der Kraft erkennende Schritt ist die manuelle Datenbeschaffung und Vorverarbeitung. Jedes dieser Skripte für sich liefert teilweise schon sehr interessante Zwischenergebnisse, die bereits an sich einen praktischen Nutzen haben können. Ich werde im Folgenden kurz die Skripte und ihre einzelnen Zwischenergebnisse zeigen. Allerdings kann ich aus Zeitgründen natürlich nicht auf die Funktion der einzelnen Skripte im Detail eingehen. Eine genaue Betrachtung der Skripte würde ca. 3 bis 4 Stunden in Anspruch nehmen. Das erste Skript kümmert sich um die Erstellung des sogenannten Ortslagendatensatzes. Dafür lädt es die Daten der zu untersuchenden Ortslage per WFS aus dem Internet herunter. Dies betrifft alle Daten, die im vereinfachten ALKes-Schema im Rahmen der Inspire-Richtlinie zur Verfügung gestellt werden. Sowie sucht alle benötigten Informationen aus einem lokalen LOD2-Datenbestand heraus. Ergebnis dieses Skriptes sind zum einen eine Landnutzungskarte für die jeweilige Ortslage, siehe die obere Abbildung, sowie eine Karte mit den Flurstücken innerhalb der Ortslage. Siehe die untere Abbildung. Als letztes errechnet das Skript eine quadratische Bounding Box um die Ortslage. Diese quadratische Bounding Box ist dafür notwendig, dass die weiteren Skripte zuverlässig arbeiten. Das zweite Skript berechnet zum einen die sogenannte Erschließungsachse. Bei der Erschließungsachse handelt es sich im Wesentlichen um die Straßenmittelachse. Allerdings ist sie nicht in allen Fällen deckungsgleich mit der Straßenmittelachse, wie sie im Datensatz AX Straßenverkehr oder AX Fahrwegsteig vorhanden ist. Dies hängt damit zusammen, dass auch teilweise hier die Straßenmittelachse von Wegen ermittelt wird, die im ALKis-ATKis in die Kategorie Sonstiges fallen, in AX-Fahrtwegsteig, wo oft die Mittelachse noch ungenau erfasst ist. Zweitens berechnet es die sogenannten Baublöcke. Die sogenannten Baublöcke sind zusammenhängende Gebäudekomplexe innerhalb der Ortslage, die an allen vier Seiten entweder von der Ortslagengrenze oder einer Straße umgeben werden. Diese beiden Informationen werden im nächsten Skript zur Ermittlung von der Freiflächen sowie der Abstandsflächen für die einzelnen Gebäude benötigt.
Im dritten Schritt werden als erstes die Abstandsflächen aller Gebäude innerhalb der einzelnen Baublöcke berechnet. Aufbauend auf diesen Abstandsflächen und der Straßenmittelachse werden dann die freien Potenzialflächen innerhalb der Ortslage gesucht, sowie überprüft, ob innerhalb dieser Potenzialflächen auch freie Flurstücke vorhanden sind. Sollte sich eine Freifläche über mehrere, teils bebaute Flurstücke erstrecken, wäre ihre spätere Nutzung als Innendüngungspotenzial umso schwieriger, da dann im Zweifel komplexe bodenordnerliche Umlegungsverfahren notwendig wären. Im vierten und letzten Skript werden die gefundenen Flächen werden die gefundenen Flächen noch klassifiziert, wie gut sie als Innenentwicklungspotenzial zu nutzen sind. Bei dieser Klassifizierung spielt die Erschließbarkeit von einer Straße oder einem Weg aus eine direkte Rolle, sowie die Distanz zur nächsten Nahverkehrshaltestelle. Außerdem fließt letztendlich auch hinein, ob innerhalb der gefundenen Potenzialfläche freie Flurstücke liegen. Auf der Karte, auf der Abbildung sehen Sie beispielhaft eine Untersuchung auf Innenentwicklungspotenziale für die Ortslage Urfeld 1. Sie erkennen die grünen Flächen mit hohem Potenzial, die gelben Flächen mit eingeschränktem Potenzial und die roten Flächen mit geringem Potenzial als Innenentwicklungsfläche, da sie nur ganz schwer zu erschließen sind. Zusammenfassend als Ergebnis lässt sich sagen, eine teilautomatische Erkennung von Innenentwicklungspotenzialen auf Basis von amtlichen Geodaten ist grundsätzlich möglich. Bei Tests mit allen Ortslagen des Rhein-Erft-Kreises, dem Forschungsgebiet unseres Forschungsvorhabens Nachwuchses, konnten in 115 von 121 Ortslagen Innenentwicklungspotenziale gefunden werden. Bei den 6 Ortslagen, in denen keine Entwicklungspotenziale gefunden werden konnten, lagen geometrische Fehler in den Ausgangsdaten vor. Es wurden insgesamt 1511 Hektar Potenzialfläche gefunden. Experten aus den Kommunen konnten die detektierten Potenziale in vielen Fällen sogar bestätigen. 12 gefundene Potenziale werden aktuell bereits bebaut. Aktuell hat dieses Tool noch mehrere Grenzen und Herausforderungen. Eine Grenze des Tools ist der lange Aktualisierungszyklus des LOD2 von 6 Jahren. Sprich, die Informationen dieses Tools veraltet aktuell noch relativ schnell. Allerdings ist geplant, zukünftig das LOD2 in Deutschland in einem 2-jährigen Zyklus zu aktualisieren und weitere Möglichkeiten anzubieten, im Rahmen von Inspire Informationen zur Gebäudekubatur zu bekommen. Weiterhin ist das Tool leider aktuell noch etwas anfällig gegenüber geometrischen Fehlern in Rohdaten. Hier besteht aber auch bereits schon eine Chance auf Besserung, da mit QGIS 3.20 und folgenden eine neue GIS-Version in Aussicht gestellt wurde und damit viele Vektoroperationen in QGIS zukünftig stabiler funktionieren sollen. Die dritte Herausforderung ist die lange Berechnungszeit bei großen Ortslagen. Beispielsweise hat die Berechnung der Potenzialflächen für die Ortslage Köln-Innenstadt,
spricht einen großen Teil des rechtsrheinischen Stadtgebiets in Köln insgesamt 4 Stunden gedauert. Problem hierbei ist in diesem Moment die hohe Dichte an Baublöcken und Straßen und dass sich das Tool aktuell nicht gut paralysieren lässt. Als Ausblick haben wir vor, das Tool zunächst in Form eines Plugins in QGIS einzubinden, die Berechnungsgeschwindigkeit weiter zu verbessern. Insbesondere sollte darüber nachgedacht werden, ob es möglich ist, Ortslagen in kleinere Kacheln zu teilen und diese später erst im Gesamtergebnis zusammenzufügen. Außerdem soll eine Funktion zur Aggregation von sogenannten Teilortslagen eingefügt werden. Teilortslagen entstehen dann, wenn eine Ortslage im ALKIS oder ATKIS beispielsweise durch eine Bundesstraße in 2 Teile geschnitten wurde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Durch eine Bundesstraße in 2 Teile geschnitten. Ja, Mirko, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Man sieht ja immer wieder, dass man in QGIS zu ähnlichen Ergebnissen mit ganz unterschiedlichen Methoden kommen kann, wenn ich jetzt noch an den Vortrag von Andreas denke. Wir haben auch einige Fragen aus dem Auditorium für dich. Und zwar, ich fange jetzt mal mit der ersten Frage an. Ganz oben steht, sind die Skripte eventuell schon verfügbar auf GitHub? Vortrag, man sieht ja immer wieder, dass man in QGIS zu... Jakob? Ja, bin da. Hast du meine Frage verstanden? Nein, er hat gerade bei mir irgendwas gehakt. Er hat kurz einen Aussetzer gerade. Also die erste Frage war, sind die Skripte, von denen du diese 4 Python-Skripte, sind die irgendwie über GitHub verfügbar für die Interessierten? Kommen demnächst auf GitHub, aber es dauert noch ein paar Tage, weil wir warten noch auf Antworten von der Forschungsdatenstelle der Uni wegen Lizenzierung. Und außerdem muss ich den Code dringend noch an einigen Stellen nachdokumentieren. Okay. Dann haben wir eine weitere Frage zu der Ortslagenkarte. Spiegelt die eigentlich eher dann die tatsächliche Nutzung wider oder ist es eher so eine Art Bebauungsplan, also so ein Blick in die Zukunft? Die Ortslagenkarte spiegelt eher die tatsächliche Nutzung wider, wie sie in den amtlichen Geodaten hinterlegt ist. Die wirklich tatsächliche Nutzung ist es nicht, dafür müsste man dann noch weitere Daten zugrunde legen, wie zum Beispiel aus dem Korean Landcover oder ähnlichem. Ich würde es eher als tatsächliche Nutzung, eingeschränkte tatsächliche Nutzung beschreiben. Okay, und jetzt haben wir noch eine Frage, die aus einem ganz anderen Bereich kommt. Hast du denn Informationen, ob es für Köln dann auch so eine Art Leerstandskataster gibt? Also die Frage geht in die Richtung, dass ja viele Wohnungen auf unter Umständen leer stehen könnten und man vielleicht diese Innen- und Außenentwicklung gar nicht in dem Umfang bräuchte, wenn man jetzt Kenntnisse über verfügbaren Wohnraum, also der schon da ist, der nicht erst gebaut werden müsste, hätte. Soweit ich weiß, gibt es in Köln solche Versuche zu einem Leerstandskataster zu erstellen, aber das ist relativ schwierig, da der Wohnungsmarkt sehr schwer zu erfassen ist. Aber das heißt, mit einem Leerstandskataster kämen wir nicht aus, weil wir erwarten in den nächsten 15 bis 20 Jahren bis zu 170.000 Leute, die in den Kölner Raum ziehen wollen. Und die müssen irgendwo untergebracht werden. Und das könnte man rein über Leerstand leider nicht decken. Und Außenentwicklung ist ja aus vorgenannten Gründen auch keine Lösung. Also bleiben also nur solche kombinierten Innen- und Außenentwicklungsansätze. Okay, ich habe jetzt auch noch eine Frage. Und zwar hattest du in deinem Abstract auch noch was geschrieben von OSM, dass ihr da auch Ansätze gemacht habt, das Ganze mit OpenStreetMap-Daten irgendwie anzugehen. Kannst du dazu noch was sagen? Wir haben in Ansätze versucht und es wurde leider bis zur Konferenz wurde es nicht mehr fertig, haben wir versucht, praktisch die Gebäudedaten noch über OpenStreetMap aufzubessern. Weil die Informationen, die wir zu Gebäuden aktuell haben, aus dem LOD2, die sind nicht ganz ausreichend, weil Gebäude und Nutzungen herauszufinden ist teilweise relativ schwierig.
Weil es gibt auch in Abstandsregelungen gibt es da Punkte, wo man noch bessere Gebäudeinformationen brauchen könnte. Gut, ich glaube, das war es dann auch an Fragen. So wie ich das jetzt sehe, war es das hier auch auf der Bühne 2 und ich weise jetzt nochmal darauf hin, dass es jetzt weitergeht auf der Bühne 1 mit einem Vortrag Open Data, Open Source, Open End vom Professor Paul Becker und dann wird der Jörg Thomsen noch den Abschluss der um 15:30 Uhr der Konferenz dann machen und ja, dann geben wir uns mal auf die Bühne 1. So far von hier.